Beide schöne Götter funkeln Tochter aus. And I was like, oh. Aufwärmen, Übung. Zwiebelkarpe vor dem Stream. Da muss man mal eine halbe Stunde vorher anwesend sein. Die ganzen Gesprächsübungen mitmachen. Lopperdi poppedi, lopperdi poppedi ding dong. Seid mal froh, dass die rote Ampelphase so kurz war, sonst gäbe es noch mehr Schrottaufnahmen hier. Bei dem Wetter mit offener Jacke fahren ist wie Sex. Echt, Leute. Und ich meine, guter Sex, sollte man vielleicht für den einen oder anderen dazu sagen. Wunderschönen guten Morgen. So, ich habe eine kleine Neuigkeit. Wird nur ein ganz kleiner Mini-Videoschnipsel. Und zwar habe ich mir für die anstehende Reise mit der F650 nach England einen Integralhelm besorgt. Ich habe bis jetzt immer Klapphelme verwendet, auch zum Vloggen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt besorge ich mir eigentlich mal einen Integralhelm. Das hatte ich ja schon länger auf dem Plan. Und so ein total angenehmer Nebeneffekt, an den habe ich gar nicht gedacht, also es war nicht beabsichtigt oder sowas. Ich habe den genutzt, dort kann man ja, nachdem die Front nicht wegklappt, die Mikrofone ein bisschen direkter positionieren. Und habe gestern einen ganz kleinen Minitest gemacht und war verblüfft, um wie viel besser der Ton ist. Heute ist wieder so ein richtig extrem windiger Tag. Es pfeift hier um meine Schnute rum. Und nichtsdestotrotz, auch gestern bei starkem Wind, bei 100 km/h auf der Straße, kristallklare Stimme. Absolut top. Hat mich überzeugt. Freut mich riesig, dass ich jetzt hier die Sabbel-Abschnitte in den Motovlogs nochmal so ein bisschen qualitativ hochpushen konnte. Und es liegt tatsächlich nur einzig und allein an Helm- und Mikrofonposition. Also das technische Zeug außenrum ist alles absolut identisch. Es ist dieselbe Kamera, dasselbe Mikrofon. Ihr erinnert euch, das abgeschnittene Headset von einem alten iPhone. Klappt wunderbar. Ja. Es ist Freitag. Ich werde das Wochenende garantiert noch mindestens einen Vlog oder einen Motovlog aufnehmen. Aber das wollte ich jetzt einfach schon mal ganz kurz hochgeladen haben, einfach weil ich mich so irrsinnig gefreut habe. Ich war ja an sich von dem Mikro schon ziemlich überzeugt, aber so mit Wind und so weiter war dann auch immer ganz schnell Schluss mit toller Qualität. Und das hat mich dann beim Schneiden immer wieder geärgert, wenn ich dann doch wieder für einzelne Schnipsel anfangen muss, da rum zu editieren, in der Hoffnung, dass man es überhaupt versteht. Und also wenn es so bleibt wie das, was ich gestern gehört habe und hoffentlich jetzt gerade wieder aufzeichne, dann ist die Qualität jetzt aber tatsächlich so gut, dass ich da noch nicht mal nachbearbeiten muss. Da reicht das bisschen Color Grading, was ich immer mache bei den Motovlogs. Und dann können die Dinger auch so ins Netz. Und kennt ihr bestimmt auch, wenn irgendwas klappt, ist einfach ein gutes Gefühl, hat mich gefreut und deswegen wollte ich da jetzt ganz kurz Bescheid geben. So, Freitag, Mittwoch. Wochenende steht bei mir noch nicht ganz vor der Tür. Ich muss noch ein paar Apps releasen und eine kleine Anleitung schreiben. Aber ansonsten geht es dann auch schon Richtung Feierabend heute für mich. Wo ich am Wochenende hinfahre, weiß ich noch nicht. Werdet ihr aber garantiert mitbekommen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal was. Kommt gut ins Wochenende. Ciao, ciao.